Hebt euer Schwert, Engel. Mein Schwert. Jetzt erinnere ich mich. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war. Ich bin. Tyrael. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Caldeum gefallen. Belial? Ich freue mich darauf, einen Herrscher der Hölle zu töten. Dürfte ein interessanter Kampf werden. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Caldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Ja, Cain verdient diese Ehrung, bevor wir uns auf die Jagd nach seinen Mördern begeben. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Cain. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, meine Beste? Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Cyriel! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan! Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit, während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen! Mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet ein Sterblicher werden. Sakrileg! So bin ich gefallen, freiwillig. Weil die Menschlichkeit die einzige Hoffnung für diese Welt ist. Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. Da Tristram sicher ist, reise ich nach Caldeum, der großen Stadt des Ostens. Sie ist einem der letzten Herrscher der Hölle in die Hände gefallen, Belial. Ich werde sie von ihm befreien.